Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Die letzten paar Tage war es ja ruhig auf meinem Kanal, ich war nicht im Land. Jetzt bin ich endlich wieder zurück und ich habe einen Mordsbock auf City Skylines. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon so gefreut wie ich. Ich will gar nicht lange drüber reden. Viel Spaß und legen wir los. Zuallererst, in der letzten Folge hatten wir ja hier unsere neue Fabrik, unsere neuen Arbeitsplätze geschaffen. Und ich möchte auch gleich anfangen, hier ein wenig zu dekorieren, also die Straße ein wenig zu verschönern. Dann möchte ich auch gleich schauen, ob es hier eine Straße gibt, die... Ich möchte ja gerne eine Straße ohne Parkplätze. Lights, camera, movie. There's nothing like watching a movie to take you to another place or time. And there's no better place to watch than Rome Cinema. And no better time than the time it takes you to get from where you are to where we are. You'll break box office records of fun as you take a trip to Tinseltown, Movieville, USA. Action, cut, quiet on the set. Our theaters feature die hatte keine Parkplätze. Guaranteeing the only thing you hear is the movie. That high-pitched shuttle drone is normal. Ja, dieser Mittelstreifen sieht ja auch nicht so schlecht aus. So come on down and enjoy the movies where everyone's a star. At Stern, Get. Our cars are more than just hunks of metal that take you from point A to point B. They are also composed of industrial plastics, polymers and rubbers. We also know it's what's in the car that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods cargo. The climate control device brings the air temperature to 22 degrees Celsius. Würde das eigentlich jetzt... It's our way of making our cars comfortable for the majority of mammal species. In fact, it is a perfect vessel for transport from short to medium distances, and we believe that the price we are asking is... Sorry, war nur ein Versuch. ...transport to the consumer. Sternberger, more than just an auto. Sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. You're listening to Mars Official Radio. I'm your host, Panem Eskelin. So, jetzt benötige ich aber hier. When I was in my 20s. Coming to a new culture is quite a challenge. Beziehungsweise Over the benötige years, ich diese Straße hier eigentlich I absorbed noch. Parts of the American culture. The personality I have today is the result of that fusion. I believe that I influenced America too. On a meta level, Warum the exact same kind nicht? Of absorption is taking place right now, on Mars. I'm changing, and the planet will change too, developing according to its varying culture. Next track, please. Das benötigen wir auch nicht mehr. Das hier gefällt mir eigentlich auch nicht. Das werden wir jetzt gleich mal ändern. Das aussehen, wenn ich so, von hier sieht schon ein wenig besser aus. Das muss nicht so eine dicke Straße sein. Gekehrt. Nicht wundern, ich ziehe mir hier nur eine kleine Spur. Dann bekomme ich ja hier einen Knoten. Eigentlich wollte ich schon dekorieren, aber das ist zu viel. Aber ich denke mir, warum soll ich das eigentlich nicht jetzt auch gleich erledigen? Das hat auch wieder etwas. Lassen wir das mal so. Fällt mir sicher noch was ein.
wie gesagt, der Bahndamm, ich meine, die Richtung ist korrekt so, so stelle ich mir das vor. Allerdings, was genau dann hier noch kommt, vielleicht eine Brücke oder eine Verbindung hieran, weiß ich noch nicht. Aber das gefällt mir, das lassen wir jetzt mal so. Da habe ich auch kein Problem damit. Das darf ruhig kantig sein. Dieses Riesenkonstrukt hier möchte ich auch noch entfernen. Ja, mal schauen. Lassen wir das im Moment so. Sollen wir hier auch? Was hätten wir denn hier noch im Angebot für Straßen? 2 mit 1. 3 mit 1. 3 mit 1 ist zu wenig. Da wäre dann wieder dieser Parkstreifen dabei. Drei mit zwei von diesen Varianten, das wäre einfach nur genial. So wie diese hier. Nur die hat leider nur 3 mit 1. 3 mit 2 wäre echt genial. Egal. Wir downgraden das wieder. Es ist hier eine Ampel. Es sollte eigentlich eine Ampel dann her. Gut. Nach rechts. Gerade. Gerade. Hallo? Ah, das ist eine Einbahn. Das trifft sich gut. So. Dann können sich die gleich rechtzeitig hier einordnen. Und dann wird mir hier wieder keiner fahren. Dann geben wir das weg. So. 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 Diese Spuren hier hinüber. Die gehen hier hinüber. Eine gerade. Rechts. Sollen wir sie links abbiegen auch lassen? Ja, ich möchte eigentlich. Das lassen wir so. Okay. Da werde ich das auch machen. Frage. Jetzt finde ich es wieder nicht. Okay, weil es zu eng ist sozusagen. Ich tippe jetzt mal dran, dass das, weil es so eng ist. Müsste aber eigentlich funktionieren. Genau. Sorry.
aus diesen Links wieder. Jetzt haben wir wieder alles. So. Ja genau, hier war ja eine Bushaltestelle. Werden wir aber, wenn wir die hier noch brauchen. Deshalb gab es ja hier kein Abbiegen. Kleine Verkehrsoptimierung. Und schon wieder verdrückt. Es gehört ja eigentlich schon zum guten Ton, dass ich mich hier ständig verdrücke. Das können wir lassen, das können wir lassen. Ampelanlage, die nächste Ampelanlage. Hier ist sowieso eine. Jetzt beginnt wieder die Fitzelei. Ja, gibt's denn das? Jetzt aber. Was ist denn hier noch ausgewählt?
Zweispurig, dreispurig. Warum seid ihr jetzt weg? Hallo? Sind irgendwie in den Boden gerutscht, scheinbar. Das war ja jetzt notwendig. So, 3-3. 3, ne? Was ist denn jetzt? Wohin sind sie in den Boden gerutscht und... Also entweder ist das... Das ist doch zeitweise verpackt, oder? Da ist schon wieder so eine Straße. Wisst ihr was, Leute? Ich werde das versuchen. Hier. Wie würde das eigentlich aussehen? Ja, gefällt mir eigentlich nicht. Die Straße führt ja in ein Industriegebiet, kann sie ruhig so aussehen. Das hier hat noch Optimierungsbedarf. Naja, da kommt noch eine schöne Menge Arbeit auf mich zu. Ich meine, für euch gut, ihr habt was zum Schauen. So, dann machen wir das hier auch gleich weg. Habe ich erst die Fahrspurverbinder verwendet, jetzt muss ich sie gleich wieder verwenden. Ah, das sieht doch schon so aus. Jetzt sind gar keine Fahrspurverbinder mehr da, aber das ist nicht so schlimm. Gerade.
versuche ich. Dann hier gleich. So, es ist erlaubt, aber keine Fußgänger. Natürlich, du zeigst uns vor, wie es richtig geht. Bist du überhaupt hin? Mit nach Hause. Das ist erlaubt, aber... Das ist verboten. Das eigentlich mit dem haben. Okay. Say cheese, it's cheese we get big bite burgers and fries. All this week, in addition to our regular menu, try our all you can eat signature sides, like our famous bowl full of melted cheese, served steamy and bubbly. Okay. And our signature flagship, the spicy blue cheese top jalapeno cheese blucher. Mmm, so hurry in and get them while they last. After all, why take a little bite when you can take a big bite? Sieht doch gut aus. Hannah Maskelyne again, bringing you your favorite interplanetary. Ist aber nicht so tragisch. Ist jetzt nicht so schlimm, weil wir haben ja Movit. Jetzt nehme ich mir das. Schiebe das da runter. Und setze noch ein einzelnes dazu. So, und jetzt kommt wieder der Perfektionismus. Na, dieser nicht, sondern... sehr. Ja, was ist denn jetzt? Ist das jetzt passiert?
So, jetzt aber. Das Ganze kopieren. Sieht gleich viel besser aus. Ja, ich weiß. Es gehört dort auch gemacht, aber das ist ja kein Problem. Was soll das jetzt? Passt perfekt. Und schon wieder verdrückt. Wir könnten ein Trinkspiel daraus machen. Ich meine, ich möchte niemanden zum Trinken animieren, ja. Aber wenn sich jemand mal Samstagabend das Video ansieht. Nein, sonst heißt es noch, ich animiere die Leute zum Trinken. Ich jetzt nicht. Ach Gott. So. Massenabfertigung, wenn ich jetzt theoretisch. Müsste ich ja gleich alles haben. Frag mich nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich dachte, ich nehme mir jetzt alles auf einmal, aber das wollte er nicht. Wobei er es ausgewählt hätte. Aha.
Und hier haben wir, glaube ich, links abbiegen erlaubt. Genau. Gerade und rechts. Oha. Das war hier erlaubt. Genau, das ist die Einbahn gerade und rechts. Muss ich auch noch etwas. Hier kommen wir wieder her zurück und ich mache das dann fertig. Ich will die Folge jetzt nicht zu lange machen. So. Links, gerade, gerade. Links, links, rechts. Gerade, gerade, rechts. Wisst ihr was? Ich nehme diesen hier weg. Gebe das so dazu. Dann haben wir mal auch eine Abwechslung bei den Pfeilen. Dann kann ich nämlich hier endlich diesen Pfeil hier mal setzen. Na, was ist jetzt? Ein Feingefühl? Gibt's das? So. Es eckt gerade ein wenig. Jetzt aber. So. Wählen. Na, und kopieren. Sollen sich das gleich, wenn sie. Genau.
War ja notwendig. So. Einen Schönheitsfehler etwas weiter vorne. Ich denke, hier hatte ich das. Genau, dann mache ich das hier auch. Abschließend. Und hier natürlich auch. Da müssen wir ja nicht sparsam mit umgehen, da ja unsere Straßenmeisterei genug Bodenmarkierungsfarbe gekauft hat. Geld ist ja genug vorhanden in unserer Stadt, Gott sei Dank. Ja, gefällt mir eigentlich recht gut. Ich weiß nur noch nicht, was ich als Thumbnail nehme, weil viel haben wir ja jetzt gebäudetechnisch nicht gemacht. Aber auch das gehört dazu. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch, ja, das hatte ich eigentlich schon gesagt, somit Servus.